geniale Commentary angehört, um zu wissen, was Nice für Pläne hat. Ja, ja. Das wird's gewesen sein. Die Frage ist ja, was da besser ist. Ob du sagst, so, ja, dieses Durchatmen-Analyse ist besser oder dass du sagst, ja, ich bin in dem Game drin, ich habe lange Hände. Haben wir Postgame-Interviews? Wir brauchen Postgame-Interviews. Ah, das nächste Stück, für nächstes Mal. Ja, für nächstes Mal. Das, Das sind die wichtigen Fragen, ne? Genau. Wir gehen rein. Link gegen Ike. Hast du gemerkt, klassischer Opener, PS2. SDN gegen Nice Face. Here we go. Direkt den Anti-Air-Boomerang, aber SDN springt tatsächlich weniger, als man mit Ike erwarten würde. Ja. Aber direkt der Grab-Read. Ich bin gespannt. Erste Offset-Situation. Oh, jetzt hat Nice Face ihn an der Kante, aber lässt ihn zurück auf die Plattform. Und die Abi wird leider ein Triple F-Smash, das hätte sehr viel Damage sein können. Da, das kannst du nicht punishen. Ja, oh, jetzt richtig viel Schaden hier schon auf Mike. Kein Jump. Der Erdos war wichtig, Oh, schöner Punch. Schöner Punch, ja. Wir sehen, wie das Edge-Play von Nice Face ist on point. Es wird sehr, sehr stark. Insbesondere mit den leicht limitierten Optionen von Ike. Ja. Ike darf seinen Jump nicht verlieren. Und Nice Face hat das hier hervorragend ausgenutzt, dass es der nur jumpen wollte und ihn mit der F vorher abgefangen. Jumpt da einfach über den Downtilt. Ja, und Nice Face so stark, er holt sich direkt wieder den Lead. Quasi. Das wäre der nächste Kill gewesen, ne, wenn das getroffen hätte. Und wollte gerade sagen, das ist ganz schön knapp da an der Kante wieder. Jetzt kann er hier mit den Range Abilities ein bisschen arbeiten. Der Parry. Parry, schöne Kombo. Empty Up-Air into Up-Smash, das siehst du nur hier. Das hat das bei 100 gefinished. Bei 118 war das doch, oder? Ja. War es 118 nach dem Treffer oder vor dem Treffer? Ah, ich habe 104, glaube ich, gesehen zwischenzeitlich. Oh, das kann sein, ja. Der Move ist stark, er hat natürlich auch ordentlich Rage hier am Start. Ja. Aber das wird, aber apropos Rage, das wird es nicht einfacher machen, für SDN hier das Comeback zu feiern. Läuft dann und SDN, der steckt ihn einfach erstmal. Link natürlich auch nicht der leichteste Charakter. Ja. Aber auch nicht der schnellste, was jetzt gut ist für SDN. Ja. Wenn man die Side-B von Ike da auf dieser Full-Up-Höhe ungefähr macht, dann hat die keinen Landing-Lag. Das ist natürlich eine gute Strategie, um auf die Stage zurückzukommen. SDN holt sich hier noch den Stock. Wichtig, aber hat auch den Druck, weiterhin wirklich viel Schaden auszuteilen, ohne selber getroffen zu werden. Die Abi da an der Kante, auch ein sehr gutes Tool. Ja. Rechnet allerdings nicht damit, dass es trifft und nimmt die Conversion nicht mit aus der Abwehr. War den Jump predicted. Richtig guten Schaden. Nice Face mit dem Boomerang. Diese kleinen Dinge, ne? Die Situation wieder so gespielt von SDN, dass er da auf jeden Fall den Punish kriegt. Aber Nice Face weiß genau, wo er es air-dodgen kann und muss. Dass er da am Ende tatsächlich nur noch einen Jab-Punish verrisst. Das sieht man echt auch. Die wissen genau, in was für Situationen die machen, was machen dürfen. Das ist so schön anzusehen. Okay. Ich finde doch diese kleinen Mechanics im Spiel immer sehr, sehr interessant. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Das ist ziemlich. Ja, den Jump, alles gut. Alles gut, alles gut. Nice Face, Boomerang, kommt zurück. Okay. Da der Up-Smash, Landing näher safe. Hat er erwartet, dass SDN da irgendwas drückt. Nein. War das so ein Sweet Spot? Aber das ist einfach so, Prozent und Rage. Es sollte, Okay, das war eine interessante Entscheidung von SDN da, die Side-B zu gehen. Ja. Das war tatsächlich das erste Game für Nice Face. Sichert sich hier die Führung. Bisschen das Tempo der Begegnung vor. Ja. Versucht auch wieder und ist halt auch wieder Erfolg gehabt mit seinen explosiven Plays. Ja. Wo er da die Situation einfach gut analysiert und weiß, okay, wenn ich jetzt hier die Forward ersetze, dann habe ich Kill. Was einfach gutes Management ist von Risk-Reward. Ja, was man gesehen hat, fand ich ganz gut, ist, dass Link noch ein bisschen mehr Mobility hat als dieser Ike irgendwie gefühlt. Also gerade um die Kanten rum, die Bomben. Ja, es wirkte so, ne? Weil er hat auch die Special Side-B, B-Reverse, Wave-Dashes und so. Ja. Und die benutzt er auch gerne. Jetzt nicht exzessiv, aber schon ab und zu. Insbesondere im Nahkampf hat er mehrfach, er steht einfach direkt vor einem Ike und macht erstmal Backjump, Wave Dash, Side wieder. Bei so Close Concert Combo das natürlich. Ja. Genau wie Ike's Nair Combo. Da sieht man auch was Neues. Die Ike's ein bisschen angefangen haben, sind die Rising Nairs da. Weil die for some reason auch Combo. Weil warum nicht, ne? Ja. Ich nehme hier keinen Tag, interessant. Ja, wir sehen jetzt hier, SDN verliert wieder extrem viele Prozente. Aber er ist auch heavier. Er ist ein bisschen heavier. Ja. Aber es ist noch close gerade. Aber hat er gerade die Seitenkontrolle? Die Kantenkontrolle. Hat die Rolle im Visier. Ja. Da ist wieder die Bomben-Recovery. Ja. Die Backe trifft leider nicht. Und dann kommt die Landing-Back. Oh, ganz knapp. Oh, schöner Pfeil. Also, Nice-Pfeil so. Oh, das steht irgendwie fast, oder? Halleluja, Mann.
Der weiß genau, wo die Leute sind. Ja. Da spricht die Erfahrung. Es ist ein nice, wieder im Lead. Auch dieses Game. Da wieder den Wave Dash Side B. Ja. Ja. Ist ein schwieriger Engel zu covern, dieses Schräg von oben. Und hat wieder so viel Reward, weil dieser Boomerang im Nahkampf. Der ist, ich glaube, plus 2 und Shield. Das kannst du nicht punishen. Und es kommt natürlich dann auch in alles. Jetzt hast du ja aber auch den Stock geholt auf Seiten von SDN. Das heißt, hast du wieder Möglichkeiten, dich zu redeemen ein bisschen. SDN ist ja, warum sollte ich kommen, und wenn ich auch einfach S-Dash-Stück machen kann. Ja. Und... Oh. Das ist Ressourcenmanagement. Man sieht der Punishment, wenn SDN seinen Jump nutzt und so. Das ist so heftig. Es ist so gut. Eieiei. Guter Chase, aber nicht ganz genug. Ah, also Nightface kann jetzt hier einfach auch wirklich sehr aggressiv spielen und viel Prozente traden. Kann er? Aber warum? Er kann auch versuchen, safe zu spielen. Und ja, gut, das war vielleicht ein bisschen zu anti-safe. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, SDN hat es auch, natürlich mit Absicht mitgenommen da, ne? Ja. Man hat gesehen, ein bisschen nach hinten hält. Wenn nicht ganz nach vorne gegangen ist, dass da ein Nightface schön zwischendurch passt. Hätte ich genauso gemacht. Ja. Okay. Wir sehen auch das interessante Zusammenspiel zwischen Short-Hop und Full-Hop. Ja. Da, wenn der Short-Hop näher da rauskommt von Niceface, kann SDN das tatsächlich mit seinem Full-Hop beantworten und dann das punishen. So, jetzt haben wir 128% bei SDN. Da wusste er, dass der Jump kommt. Langsam, aber sicher verliert er hier die Prozente. Wieder das Wave-Dash-Ding. Boah, richtiger Hit. Oh, ja, shit. Schönes Ding. Wieder eine gute Performance von Niceface. Sehr stark von Niceface, muss man sagen. Er kann den Druck auf SDN hier gut aufrechterhalten. Ja. Und die Fehler bzw. die Situation erzwingen, wo er dann seine Kills rausholen kann. Ja. Wo er dann für die Forward-X gehen kann, für die Bomben gehen kann. Ich fand, was du sehr schön gesehen hast, dieses Punishment einfach. Sobald der Gegner irgendwie oversteppt, dass man da wirklich viel Prozente einfach an Schaden anrichten kann. Er ist super drin, diese Ressourcen, die SDN verwendet, um aus Gefahrensituationen zu kommen, direkt zu punishen. Ja. Insbesondere den Double Jump. Ja. Und was man auch einfach, was das vielleicht nicht so auffällt, aber er ist auch on point, was den Drift angeht. Er weiß genau, wo SDN hindriften möchte. Das sieht man häufiger, dass halt die Punishes irgendwie ins Wilde gehen, weil der Kontrahent halt irgendwie nach vorne die und danach in die andere Richtung. Natürlich ist es bei Ike ein bisschen einfacher. Ikes Luftkontrolle ist nicht so gut. Aber jetzt hier ein guter Start eigentlich von SDN. Und kaum. Sagt sich zu früh. Kaum sage ich das. Kassiert er hier links und rechts eine. Ja. Schönes Gameplay von Niceface. Niceface kommt hier wieder rein. Und möchte direkt das Tempo wieder bestimmen. Boah, der abtilt. Boah, jetzt. Eieiei. Wieder an der Kante. Und wir wissen, wie gut er da ist. Ja. Wir sehen den Nachteil des F-Tilts. Er ist langsam. Ja. Kann er nicht auf Reaktion noch die Pressure aufrechterhalten. Aber er kann ihn direkt danach einfach von der Kante wieder hochheben. Oh, ja, da kann man sich nochmal recovern. Get up attack und nice face. Und da ist die Nerf, ja. All reliable. Wirft hier den Boomerang zurück, um damit theoretisch arbeiten zu können. Zum Beispiel in der Rolle oder einfach um aus dem Weg zu springen. Wir sehen wieder den Down-Tilt Abby. Hat ja ein Game von der Funk tatsächlich gekillt an der Kante. Sehr starkes Tool. Auch hier schön drauf achten. Er dieht immer schön weg von den Plattformen, dass SDN die nicht zur Extension nutzen kann. Hat er vorher auch versucht, da war er ein bisschen zu close, da konnte er SDN trotzdem follow-upen. Und das ist so schön, diese Reverse-Forwarder. Das ist so ein defensives Tool, dass SDN einmal approached und sofort Forwarder im Weg. Boah, der Boomerang. Ja. Der hat da gerade connected. Ja, hat ein F-Tilt gecomboed. Boah, schöne Combo hier. Der Boomerang macht hier viel Arbeit. Und die Granate. Das hätte es sein können. Das ist eine sehr unangenehme Situation für SDN. Ja. Ich muss jetzt wieder das Momentum ein bisschen drehen. Boah, das macht's nicht einfach, das macht's nicht einfacher. Nein. Man muss jetzt sagen, im letzten Stock noch erst auf 7%. Der Tournament-Stock für SDN an dieser Stelle. Ja. Und Niceface hat wirklich keinen Bock, den irgendwie am Leben zu lassen. Also richtig aggressiv rangegangen hier. Ja. Patient auch wieder, hat den Double Jump noch gehabt, hat ihn aber nicht sofort benutzt. Niceface hier richtig schön das Movement. Ja, jetzt kassiert er nochmal ein bisschen. Ich sag mal, wenn er jetzt den Kill kriegt, dann wäre das noch machbar. Aber leicht wird's nicht. Nein. Aber gut, das ist auf jeden Fall eine sehr knappe Angelegenheit hier. Auf jeden Fall. Langsam, die Uptits sind immer mehr on point. Er weiß genau, wann das da gejumpt wird. Boah, da sehen wir die Uppy Range. Das war eine schöne Combo.
Ja, dann spielt. Da ist es. Wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Da ist Nice schon häufiger dieses Set mit durchgekommen, dass er da einfach auf den Boden airdodged. Fast vor auf dem Boden airdodged. War's das? Das war's? Oh, das war's! Und das 3-0? Was eine Combo, 3-0. Clean gespielt von Nicewiss wieder. Muss man sagen, wirklich stark, vor allen Dingen an den Kanten. Ja, und vor allem die Pressure-Situation. Ja. A genau ausgenutzt. Ja. Ja, unten hergedrückt. Ja.